1. Juli 2011. Und tete wete, liebe Leute, da sind wir wieder bei Paranormal. Wir mussten ja leider die letzte Runde aufgeben. Wir haben es ja leider nicht geschafft, was ich traurig fand. Aber das Problem war ja, dass die alte... Was? Was? Ich kann mich nicht bewegen. Ich häng fest. Oh. Was war das denn jetzt? Ach, ich habe schon wieder Motion Blur und den Toggle. Moment, das stelle ich mal kurz offline. Hallo? Gehst du mal bitte? Danke. Aus und der Shake auch aus. Danke. Das ist echt, echt. Was? Jetzt, es ist immer noch nicht aus. Ah, Mann, das Spiel, das macht mich fertig. So. Camera Shake off, Motion Blur off. So. Obwohl der Motion Blur immer noch ein bisschen an ist. Wir haben es ja letzte Runde nicht gesch. Sag mal. Jetzt ist aber gut. Jetzt ist das Bild ja hier unten, sehe ich gerade, mit der Figur, die noch ganz, ganz klein da hinten ist. Aber wir wissen ja alle, dass die Figur jetzt näher kommt. Was ich sagen wollte, wir kamen ja in letzter Runde nicht weiter. Das Problem war ja, dass die Alte auf einmal hier drinne stand. Hier steht Art Studio Flur, aber das ist ja nicht der Art Studio Flur. Das ist ja einfach nur Abstellraum. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Gucke ich mir noch mal ein bisschen hier um. Denn wir müssen den Code für den Safe rausfinden. Und soweit ich weiß, ist es heiß. Ich meine, kriegen wir den wahrscheinlich nicht auf den regulären Weg, wie ich ihn mal kannte. Wir müssen wahrscheinlich den direkten Notizzettel finden. Oder wir müssen es irgendwie triggern, dass es passiert. Wir haben ja in dieser Version es nicht geschafft, dass im Badezimmer was passiert. Was habe ich gemacht? Ich habe gerade irgendwie Tabulator gedrückt und dann ging gar nichts mehr. Ich glaube, damit kann man irgendwelche Befehle eingeben. So eine Art, wie sagt man, Konsole. Aber das will ich nicht machen. Ich will ja nicht cheaten. Ich will hier möglichst es schaffen. Wir gehen am besten mal zur Garage nochmal rein und bleiben da mal eine Weilchen. Okay, das war nur der Atlas. Das kennen wir ja schon. Lässt mich mal durch, danke. So. Überhaupt nicht unnormal. Oh. Schöne Relaxing-Musik. Und ein Notizzettel. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door. Na, das kennen wir auch schon, die Geschichte. Für die Leute, die es wirklich intensiv interessiert, ihr könnt ja mal Stopp machen und das mal durchlesen. Ihr seht dasselbe, oder? 1984. I'm not alone in this house. I can feel Marcus watching. He knows about Jeremy. He knows about the baby. I've never been a religious woman, but I need Christ Das Problem ist, right ich now. würde Das Problem ist, ich würde es gerne vorlesen. Das Problem ist, dass der so lange quasselt und wir haben nicht so viel Zeit. Wir können ja nicht Ewigkeiten warten, bis der fertig ist mit Vorlesen. Und ich kann schlecht übersetzen, wenn ich den Text nicht vor meinen Augen habe. Aber ich weiß soweit, wie es passiert ist, dass hier Unglücke passiert sind innerhalb dieses Hauses. Und quasi. Ach, das ist, wie gesagt, das ist blöd. Ich muss mal gucken. Ob ich eine Übersetzung finde, dann lese ich das euch mal so direkt vor. Ich glaube, ich habe hier einen kleinen Bug entdeckt. Hier ist, glaube ich, irgendwie ist hier Störung. Hier, es regnet draußen, aber hier können wir mal leicht hier so gucken, können wir den Regen drinnen sehen. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Ich lass mal das hier offen. So, mal sehen. Ob vielleicht jetzt schon was im Badezimmer abgeht. Wobei ich es nicht glaube, soweit ich nämlich mich informiert habe, kann das nur in der zweiten Nacht passieren. Also man muss, kann es nicht alles in einer Nacht schaffen, das ist nicht möglich. Man muss wirklich jeden einzelnen Zyklus nutzen. Ich gucke mich nochmal hier ein bisschen um, ob ich hier was finde. Fernsehen geguckt haben wir auch noch nicht. Fernsehen geschaut haben wir auch noch nicht, das können wir auch noch machen. So ein bisschen TV schauen. So. Ouija-Brett benutzen wir diesmal nicht. Ist das normales Bild? Die Bilder sind so normal aus. Wir haben gar keine komischen Bilder diesmal. So, den Fischi haben wir mitgenommen. Draußen sieht es nicht mehr so schlimm aus. So, dann gehen wir mal kurz ins Badezimmer. War hier auch eine Notiz? War nur der Globus. Was ist das? Hey, this thing still work?
Dr. Schroeder, I'm doing those recordings like you told me to do. I have your list here. And, I'll just do as many tapes as I have to do for our next appointment. Alright, let's take a look. Ich kann mich, wie gesagt, nicht bewegen. Bei den Ereignissen hier. My name is Mattel Clark. I live in a house. Achso, das sind wir wieder wir selbst und wir haben hier quasi der Aufnahme, was passiert ist. Okay, das habe ich jetzt mal irgendwie abgebrochen. Das kennen wir ja schon. Das sagt er jedes Mal beim Intro. Das Problem ist, ich muss jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, das Intro hinter mir nicht gehen lassen. Batterie ist low. I can at least charge it by my bed when I'm sleeping tonight. Oh. Okay, er will ins Bett. Okay, das war das Baby. Da sah er erst aus wie so ein Badezimmer, weil es so eine Art Friedhof. Okay. Aber das Baby war das letzte Mal nicht da, oder? Gut, alles klar, dann gehen wir erstmal. Ich weiß nicht, gehen wir jetzt schon pennen? Das Ouija-Brett hat sich auch hier repräsentiert. Der Safe ist jetzt hier oben. Kann man da irgendwie ran? Kann man da irgendwie ran? Moment. Kann man irgendwie ducken? Oh Gott. Ich komme irgendwie nicht. Ich kann ja jetzt gerade nichts mit dem Safe machen. Wir gehen mal pennen. Wir nutzen mal diesen Tag nicht so komplett aus. Wir haben, wie gesagt, schon mal die erste Sache getriggert. So, dann schauen wir mal, was hier so ist. Muss sagen, ein relativ ruhiger Tag heute. Ist ein relativ ruhiger Tag, nur so kleinere Sachen bisher. Okay, sie ist auch schon da. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Bin ich ja mal gespannt. Also, okay. Weil die letzte Zeit war es richtig schlimm gewesen. Ja. Was? Ja, ich und meine Bettgeschichten. Ja, da bin ich immer ein sehr wilder. Man hat es ja gemerkt. Und Frauen schreien grundsätzlich. So, können wir jetzt? Wir können. Ich höre was aus dem Badezimmer. Oder war das der Regen von draußen? So, wir gehen wieder rein. Oh, 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 nein! Oh. Alter. Ja, der Code. 245. 245. Alter, 245 ist der Code, okay. Geht, geht, geht. So, kommen wir hier wieder raus. Kommen wir hier wieder raus. Okay, wir kommen hier wieder raus. Was? Oh, oh. Wo ist die? Ich trau mich nicht umzudrehen. Okay. Ich glaube, die war gerade hinter uns. Ich habe mich nicht umgedreht. Das nächste Mal mache ich es aber. Okay, 2 für 5. So, können wir irgendwie ducken? Nee, das ist auch die Kammer. Ah, hier. 2, 4, 5. Oh Mann, du blöde Tür. Okay, diesmal ist nicht jemand davor. So, Basement. Das klingt doch nach Keller. Oh nein. Frau, geh weg. Geh weg. Geh weg. Kommt die näher? Die kommt näher. Leute. Okay, und unten scheint irgendwas im Busch zu sein. Ich höre den Alarm. Der Alarm hat aufgehört. Wir haben den Kellerschlüssel. Wir haben den Kellerschlüssel. So, jetzt bin ich aber gespannt, was hier unten mich erwartet. Denn wir kommen ja der Sache jetzt immer näher. Und wir haben noch eine Nacht übrig. Ich hole mir nochmal den Engel. So. Was ist denn hier los? Ach, macht ihr wieder ein bisschen. Spielt ihr schon wieder ein bisschen?
Na, was macht ihr Scheiße schon wieder? Oh Gott. Wow, 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 wow. Da habe ich glatt einen Frame-Einsturz. So, das kennen wir ja schon. Aber ich kann mich immer erinnern, dass hier das Safe war. Da, wo das Rohr jetzt ist. Wo das der Garage ist. Anscheinend. Nein! Oh. Achso, das war das Feuer, oder? Das war das Feuer. So, dann würde ich sagen, gehen wir in den Keller. Da tun wir nicht lange zögern. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Wir wollen da wirklich ernsthaft runter. Mami! Nein! Oh Gott! Ah! Oh Gott! Okay, die Treppe ist kaputt. Wir kommen, glaube ich, nicht mehr. Hier sind noch mehr solche Figuren. Wir kommen, glaube ich, nicht mehr hoch. Ein Ofen ist hier. Und hier sind Handabdrücke. Alter, ich mag das hier nicht. Ich mag hier gar nicht sein. Was ist das? Ist das eine... Was? Oh, da ist sie doch. Nicht weinen. Da gehe ich doch jetzt nicht hin, oder? Hallo? Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo sind? Wo sind? Oh! Hallo! Ich hab dich lieb. Oh! Oh Gott! Leben wir noch? Oh! Oh! Meine Fresse! Meine Fresse! Meine Fresse! December 21st, 1984. Okay, sorry, geht hier weiter. I've been returning to that room in the basement every day since the deaths. It makes me feel better, more at peace. December 23rd, 1984. The woman from the hidden room has been following me ever since I saw her. The presence I've been feeling isn't Marcus, it never was. She kills everyone I love. Why? What have I done, God? December 25th, 1984. Christmas is just another reminder that Jesus doesn't give a damn about protecting me. Satan's whore killed everyone I love, and now she stalks me, follows me, haunts me. January 11th, 1985. I have the urge to kill. Is my mind being tainted? Is my very soul being perverted and contorted by this evil place? Why did I ever set foot in that room? Is this why Marcus acted so strangely before he died? Is the same thing happening to me? January 15th, 1985. If anybody reads this, I apologize for anything I've done. Destroy the house, gas leak, utility closet, and basement. Stop this evil. Okay, shit. Wir müssen das Haus zerstören. Oh, oh. Nein. Nein, ich will. Nein, geh weg. Geh weg. Blutet die aus dem Gesicht? Da läuft doch was aus dem Mund. Kamera shake. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Jetzt haben wir verkackt. Was? Was? Wie haben wir das überlebt? Wie haben wir das überlebt? Hier sind diese Notizen. Okay, wir müssen das Haus zerstören. Wir müssen das Gas aufdrehen und dann weg. Wir müssen das Gas aufdrehen und dann weg. Wir müssen das Haus zerstören, das ist unsere Aufgabe. So, Gas ist aufgedreht. Da sind Kerzen. Den Ofen müssen wir auch noch
Anmachen, okay. Oh, oh. Three hours ago, we successfully stopped the fire at the house. One set of human remains was found in the basement of the home. The nature of the fire appears to be gas-related and purely accidental, though the matter will be investigated thoroughly by our department. The deceased has been identified as Mattel Clark. Abend-News. Mit Klaus Klären. Always a tragedy when something like that happens. On a brighter note, the weather on the coast is set to keep the sun shining, which means this weekend will be the perfect weekend to go to the beach. And now here's James Hardeen with sports. Oh, das war's. Also wir haben uns selbst geopfert, um es zu schaffen. Okay, also man kann also gar nicht überleben. Das finde ich ein bisschen krass. Cool. Matt Cohen, überall Matt Cohen. Der hat überall mit seinen Fingern mit drin gehabt, hat das Spiel da entwickelt. Was, PewDiePie hat das auch mitgemacht? Hat das auch getestet? Wusste ich gar nicht. Uff, auf jeden Fall krass, muss ich sagen. Aber, liebe Leute, das Spiel ist noch nicht vorbei, denn soweit ich weiß, gibt es noch zwei andere Modis. Und zwar haben wir noch The Room. Das war ja so Haus. Dann gibt es noch The Room. Und dann gibt es noch, was war denn das andere? Das letzte. Auf jeden Fall gibt es noch einen anderen Abschnitt. Und den will ich auf jeden Fall auch gerne spielen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Aber ich bin froh, dass ich jetzt dass ich das endlich mit dem Keller schaffen konnte. Inspiriert von Paranormal Activity, kenne ich doch. Haben wir auch gespielt. The Blair Witch Project, habe ich schon gesehen. Poltergeist ist auch cool. The Exorcist, The Grudge, auch cool, wirklich cool. Paranormal Entity, kenne ich gar nicht. The X-Files. Amnesia, natürlich. Nightmare House 2, das habe ich noch nicht gespielt. Aber soll auch sehr cool sein. Silent Hill ist klar. 4 Penumbra. Geile Sache, richtig geile Sache. Jetzt frage ich mich ja sowieso, ob die jetzt, sie ist ja eigentlich ein Geist gewesen. Wie kann sie durch ein, war sie an dem Haus gebunden und deswegen konnten wir sie auslöschen, indem wir das Haus zerstören? Also ein bisschen Fragen sind natürlich noch offen, aber ich denke mal, es wird in den anderen zwei Modis, denke ich mal, aufgelöst. Also ich hoffe es. Echt geile Scheiße, muss ich echt sagen. Also... gerade das da immer alles an. Also, es war schon ein guter Run, muss ich jetzt sagen, der letzte. Aber die anderen Male, da waren schon 10 dabei, wo ich mir nur dachte: Ach du Scheiße. Ist das jetzt auch nochmal Credits? Ihr könnt ja, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mal gucken, ob ich eine Übersetzung von dem Ganzen oder eine Story davon finde. Und werde das mal in die Beschreibung reinsetzen, für die Leute, die wirklich so interessiert, was da ja so passiert ist, warum das so ist. Mich hat es ja auch sehr interessiert. Jetzt am Ende aber erst. Ich wusste schon ein bisschen, was es ist. Ich wollte mich aber ein bisschen erschrecken lassen, weil ich mag es, mich zu gruseln. In manchen Fällen. So Jumpscares mag ich nicht, aber davon gab es ja reichlich. David, call me. Aha. Okay. Thanks for playing. Without you, paranormal won't not be what it is today. To be continued. Ach so. Es ist noch nicht vorbei, Leute.
To be continued. Also es wird auf jeden Fall noch was eine Fortsetzung geben. Wir sind noch lange nicht fertig. Der Horror hat erst... Das war sie doch gerade, oder? Die ist nicht tot, die Alte. Die ist nicht tot. Okay. Und da sind wir wieder mit unserer Figur am Ende. Ah, das ist blöd, dass man da nicht so viel sehen kann. Da hatte ich den scheiß Rauch. Dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart. Warte mal, ich mach mal kurz so. So. Oh, wird immer noch aufgenommen. So, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei einem neuen Abschnitt wieder. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.